Hallo, Paraguay Live Team, ich bin der Bitt und herzliche, schon wieder sonnige Grüße aus Paraguay. So, ihr stellt oft die Fragen, Pitt erzählt doch etwas über das Team bzw. über deine oder unsere Truppe. Es geht um das Bauen. Und das werde ich gerne machen in diesem kurzen Video. Also, bleibt dran, das Paraguay Live Bauteam. Bleibt dran. Ich habe euch vorher sicherlich erzählt von unserem Team, Paraguay Live Team, wie wir zusammenarbeiten. Also ich persönlich bin schon 20 Jahre in Paraguay, habe ich ja früher so um die 16, 17 Jahre in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet. Was heißt Immobilie? Vorwiegend haben wir massiv Häuser gebaut, aber auch habe ich ja als Makler gearbeitet. So, von daher, vor allem bei Massivbauweise, hat es mir sehr geholfen, hiesige Verhältnisse zu verstehen, wie man es baut, wie man bauen sollte. Und deshalb wollte ich genau hier in Paraguay genau ein zuverlässiges Bauteam gründen. Es ist natürlich nicht so einfach, die paraguayische Mentalität, die ist etwas anders als, sage ich mal, die deutsche, die schweizerische oder die österreichische, wie auch immer, auch die polnische. Und die Aufgabe, die ist gar nicht mal so einfach, ein zuverlässiges Bauteam zusammenzutun. Klar, also ich zeige euch einige Fotos von unserer Feier, die wir Ende des Jahres gemacht haben, also etwas verspätet, aber ich komme kaum dazu, deshalb Verzeihung. Aber da ihr mir danach gefragt habt, wollte ich das ganz kurz erklären. Grundsätzlich haben wir 30, 40, manchmal 50, manchmal 25 Leute, je nachdem, wie man diese gebraucht und wie viel Baustellen wir zurzeit am Tätigen sind. So, im Moment läuft es also ganz gut, es sind sehr viele Nachfragen und von daher wird das Team immer verbessert. Muss nicht unter den Kreisen vergrößert, aber verbessert auch in der Qualität. Man lernt nie aus.
So wie gesagt, es ist wichtig, dass es zuverlässige Leute gibt. Und ich habe euch schon viele Baustellen vorgestellt. Und da könnt ihr ja merken, dass die Qualität also wirklich einwandfrei ist. Wir, ich persönlich und der Baumeister, der im Prinzip schon 30 Jahre Bauerfahrung hat, sind die Garantie, dass es auf unseren Baustellen, das heißt auch zu eurem Vorteil, alles bestens funktioniert. Ja? Also der Kunde ist immer noch König bei uns und wir sind immer in Kontakt mit unseren Kunden, damit der Kunde letztendlich zufrieden ist und wir sorgen, beziehungsweise ich persönlich auch dafür, dass der Kontakt zwischen den Bauleuten, also wie schon erwähnt, wir sorgen dafür, damit alles optimal läuft. Klar gibt es überall Kleinigkeiten, aber dafür sind wir da, um es am besten zu regeln. Also, ich behaupte einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal, ist immer auf eure Bedürfnisse, also als Kunden, ausgelegt. Und das ist im Prinzip das Wichtigste, was zählt. Ja, also von daher, einige Fotos immer werde ich euch zeigen aus diesem Fest, das wir mit unseren Mitarbeitern, auch teilweise Subunternehmen, verbracht haben. So, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise, in unser Bauteam geben. Also sind immer gemischte Leute, aber auf jeden Fall mit Erfahrung. Und das ist das A und O. Also sämtliche Bauprojekte könnt ihr gerne mit mir besprechen. Also wir machen sowohl Hausmodelle als auch individuelle Bauweise. Und das letztendlich für euch als Kunde ist das Wichtigste. Das heißt also im Prinzip, ihr macht eine kleine Skizze, lässt an die unterangegebene Adresse senden und wir können uns gerne ein Projekt ausrechnen und auch gerne Kontakt mit euch aufnehmen. Also ist es auch wichtig, der persönliche Kontakt zu haben. Deshalb brauchen wir immer eure Telefonnummer bzw. eure WhatsApp-Telegram-Nummer, wie auch immer. Weil letztendlich das persönliche Gespräch ist am wichtigsten. Also in diesem Sinne, Likes nach oben, wie immer. Teilt das Video und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und wie gesagt, wenn Fragen entstehen bzw. vorhanden sind, immer unten in den Kommentaren. Da werden wir diese gerne beantworten. In anderen Fällen könnt ihr mich auch gerne anrufen, obwohl ich auch immer weniger Zeit habe. Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.